Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Deutschlandpremiere von Anonymous. Zu Gast heute Joel Lee Richardson, Reese Ifans, Jamie Campbell Bauer und Sebastian Amesto. Da steht auch schon Roland Emmerich, der 10 Jahre lang davon geträumt hat, dieses Stück auf die große Leinwand zu bringen. This is the outfit that you've been wearing, isn't it? Yeah, that's it. Was it comfortable? It was really comfortable. Eventually, for the first week, it kind of, it was a heavy thing to carry, but then your muscles adjust. And yeah, that costume helped me breathe, walk, and think in an Elizabethan way. I was, you know, honored to be a part of it, to be able to work with Roland too. And the man has a vision, and he really cares about this piece and has cared about it for a very, very long time. And he's amazing, hardworking, giving, caring, generous, and forgiving as well. To work with great people is always special, and there is no doubt that Roland is a great director. He deserves a lot of recognition. He does. Ich habe mir natürlich den kältesten Winter, den kältesten und regnischen Frühling und völlig verregneten Sommer ausgesucht, als ich hier war. Es hat sehr gut zu London gepasst. Jetzt habe ich das Vergnügen, auf die Bühne zu holen, Sebastian Amesto. Jamie Campbell Bauer als jüngeren Oxford. Joel Lee Richardson auf die Bühne. Und last and not least, the Earl of Oxford is actually in real life a rock star. I think we call it a day. See you at the party. Wir waren ja in Russland, wir waren in Rom, in New York, überall. Die sind einmal immer unglaublich impressed, wie organisiert alles in Deutschland abläuft. Da freue ich mich immer schon drauf.